Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Show und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Dann ist das Spiel The Adventures of Eleanor Temple. Und bei diesem Spiel, man hört es schon, kann man sagen, ist es alles sehr klassisch gehalten. Und ihr seht es ja auch, denn wir haben jetzt hier die Auswahl, die Art, wie wir das Spiel spielen wollen. Wir können das Ganze spielen in den folgenden Varianten. Einmal auf einem normalen alten schwarz-weißen Röhrenfernseher. Auf einem TOD 300, also einer, ja, DOS-Maschine, weil TOD, DOS, wie auch immer. Auf einem Maple, auf einem Sumtoy, auf einem Sumtoy Advance, auf einem NS Boss. Das heißt, das TOD, das war eigentlich was anderes. Das müsste dann Intel, wie hieß es, NS Boss Operating System. Warte, was steht hier? Commodore. Ach. Ja, das hier ist der Commodore. Es ist also der Personal Computer. Also doch ganz normaler Powerful MS-DOS. Genau, ist doch das erste MS-DOS. Und dann halt hier das NS-Boss. Ist wahrscheinlich dann die Weiterentwicklung davon. Okay. Und dann haben wir hier einen normalen Bell-PC. Und sind wieder zurück da. Und ich möchte euch das Ganze halt dann in dem Augenblick auf einem Sumtoy zeigen. Warum ist Sumtoy? Klar, weil ich hier halt einen reinen Nintendo-Kanal habe. Mittlerweile oder aktuell einen reinen Nintendo-Kanal. Und da denke ich mal, da passt das doch ganz gut, wenn wir das dann hier mit diesem Spiel machen. So, kommen wir noch zu ein paar kleinen... Alter, ist das Bild klein. Hui. Kommen wir zu ein paar Eckdaten von dem Spiel, bevor ich jetzt hier Start drücke. Das Spiel erschien am 15.05.2018 im Nintendo eShop, kostet 4,99 € und ihr bekommt dafür sage und schreibe 25 Goldpunkte. Von Grim Talon ist das Spiel und es ist ein Adventure-Arcade-Plattform-Puzzle-Spiel. Nur in der Sprache Englisch und es ist nur 98,57 GB groß. Das Spiel ist freigegeben ab 6 Jahren und kann im Handheld-Modus, Tischmodus sowie auch TV-Modus gespielt werden. Ich finde den Sound einfach... Also sofort Nostalgie pur. Nostalgie pur. So. Mit B könnt ihr schießen und mit A könnt ihr springen. Und mit der Pause-Taste erhaltet ihr eine Karte und hier könnt ihr dann halt auch, beispielsweise hier, Restart. Ja. Zack. Genauso wie damals. Ah, der... Dieses Nintendo-Logo eigentlich. Hier ist es jetzt schade, dass man so wenig sieht, deswegen zeige ich euch dann doch lieber einen etwas größeren Bildschirm. Das ist nämlich extrem klein, muss ich sagen. Dann nehmen wir doch den Bell-PC. Und ihr seht, das Bild ist schon mal gleich bei weitem größer. Und ihr seht, es ist genau das gleiche Spiel. Es hat jetzt nur einen kleinen anderen Farbton. So, ganz wichtig ist, ihr könnt euch sowas nicht durch. Ihr müsst also immer hier... Shot. Shot. Das sind immer zwei Kugeln, die ihr da bekommt. Und auch noch eine ganz wichtige Sache, die kann ich euch jetzt mal zeigen. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe das da eingesammelt. Zack. Und ich stehe jetzt genau wieder hier. Anders sieht's aus, wenn ich das mache. Dann stehe ich nämlich hier. Also mit jedem Item, das ihr einsammelt, startet ihr genau an der Stelle. So, eure Aufgabe ist es, hier die Diamanten zu finden und diese dann, ja, wie soll man das sagen, zu opfern oder als Opfergabe weiterzugeben. So, auch hier nochmal, zack, ich springe gegen, bin tot und ihr seht es, mich hat es erwischt. So, muss ich hier warten, weil der Sprung ist unmöglich. Seht ihr auch, ne? So. Zack. Die Münzen, ich weiß noch nicht, wofür die genau gebraucht werden. Aber ich sammle die Münzen doch gerne mal ein. So, stimmt, da kann er so durch. Das hier sind Schalter, die dafür sorgen, dass ich hier wieder zurück kann. Ganz wichtig, Munition einsammeln. Oh.
Und wir bekommen die Münze. Ne, hier will ich jetzt noch nicht lang. Aber hier will ich lang. Ich habe jetzt gerade nur ein bisschen gecheatet, mehr nicht. So, Munition habe ich zurzeit keine. Deswegen kann ich jetzt auch gerade nicht schießen. Versuche ich den Sprung hier rüber. Und gehe mal runter. Ach, verdammt. Das ist jetzt auch sehr gemein. Na komm, zeig dich, du Spitze. So, ich sammle, wie gesagt, jetzt nicht alle Münzen ein. Ich will jetzt hier eher so diese ganzen Kristalle haben. Wenn es hier überhaupt Kristalle gibt oder so. Nein. Puh, das war knapp. Das war sehr knapp. So, komm. Genau, und da ist der Affe, den ihr dann braucht, um gegebenenfalls hier irgendwas zu bekommen. Oh, verdammt. Und die Kristalle oder diese Diamanten sind hauptsächlich in... Autsch. In diesen Truhen da oben drin. Deswegen will ich auch gerade mal zu so einer Truhe hin. So. Oh, verdammt. Bring hier drauf. Oh. Ach, komm. Also es ist aber auch ein Spiel mit einem sehr hohen Frustfaktor. So, komm her. Ach, shit. So. Oh, es ist jetzt ein Witz. So, jetzt hier vorsichtig runter. Und dann war da nichts drin, ist klar. Was passiert nur mir? Tschüss, weg bin ich. Und dieser Affe sagt dann halt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du kannst da erst mit 8 lang. Aber auf eine sehr krasse Art und Weise, muss man dazu sagen. Gibt's doch nicht. Oh. Ich komme da nicht hoch. Oh, hallo? Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Na komm. Ah. Ja, schade. Ja, da bekomme ich jetzt Munition. Will ich da jetzt durch oder nicht? Da kann ich lang, da kann ich lang, da kann ich lang. Wie gesagt, ich weiß es nicht, brauche ich die oder brauche ich die nicht? Ja doch, ich muss alle 120 einsammeln. Verdammt. Also ihr habt gesehen, was die Aufgabe ist. Also wie gesagt, ein schöner kleiner Plattformer. Ach, shit. Muss man hier natürlich aufpassen, weil das zählte nicht. So. Ganz wichtig, hier gibt es ja auch diese Zwischen-Save-Points, weil die Items lagen da ja mal und das sind halt festgelegte Speicherpunkte. Ihr immer und immer wieder abrufen könnt. Ach. Den hätte ich natürlich sehen müssen.
Ach, da muss ich auch noch alles sammeln. So, den packen wir hoch. Ach, müssen wir noch höher. Oh. What? So, hier hoch. Einen zerstören. Den einsammeln. Weil Munition, glaube ich, respawnt immer. Jedenfalls kam es mir vor. Huhu. Huhu, das war knapp, das war knapp, das war knapp, Leute. Das war... That was really knapp. Ja, hatte ich doch fast echt schon den richtigen Riecher, dass das nichts wird mit dem. So, dann hier wieder zurück. Jetzt seht ihr gleich hier wieder irgendwo ein Speichersymbol, genau da. Und nein, alle Level sind identisch, was den Aufbau des Spiels angeht. Also identisch wegen, der Grafik. Und da haben wir ihn. Wunderbar. Oh. So, und schnell hier lang und schnell hier lang. Das ist das gleiche nochmal hier. So, hier einsammeln. Oh. So, komm hier lang. Also, es ist vielleicht nicht herausfordernd für einige, aber... trotzdem ein sehr schönes, angenehmes Spiel. Das kann man auch mal locker so unterwegs auf der Switch spielen, finde ich. Es ist wirklich gut dafür gemacht. Jetzt muss ich hier natürlich rüber. Wow. Aber zum Glück zählt hier nicht jeder Pixel, weil früher war es ja wirklich teilweise so, dass hier jeder Pixel hat gezählt. So. Hin und her. Sollte die Munition wieder da sein, ja. Nein, das war doof. 3, 3, 4. So. Oh, verdammt. Hat er da oben gespeichert oder? Nein, hat er natürlich nicht. Wieso nicht? Normalerweise speichert er hier. Egal, wir haben's. Wir gucken nochmal auf die Karte. 26 von 120, ey. Wow, das ist doch eine Nummer. Und wie gesagt, wenn einem die Musik oder sowas irgendwie auf die Nerven geht, dann... Ach, verdammt. Lalala. Es ist ja kein Problem, man kann sie ja gegebenenfalls ausmachen, ne? So. Ah, verdammt, da war was. Kann ich jetzt hier wieder zurückgehen? So. Komme ich hier gar nicht hoch? Nö. Schön, dass wir es geklärt haben. Das heißt, also hier hänge ich jetzt an der Stelle fest. Naja. Ich muss hier also wirklich außen lang und hoch. Mal wieder. Also wir müssen hier hoch. Ach, genau. Ich muss hundertprozentig das da oben erwischen. Könnt ihr aber sowas von drauf wetten, dass ich das da erwischen muss. Nein. Nein, verdammt. Oh, cool. Natürlich noch praktischer. Hier unten gibt es Munition, das heißt, da kann ich dann mal ganz kurz das hoch machen. So.
wir uns kurz die Munition hier. Und können wieder nach oben. Ja, wie gesagt, das ist... Elena. Oder The Adventure of Elena. Und von dem her... wünsche ich euch dann noch viel Spaß soweit. Vielleicht holt ihr euch ja selber das Spiel. Ich selber kann es halt entsprechend empfehlen, so als kleines Zwischen-Snack-Ding, wenn man es mal so bezeichnen soll. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel euch geholt habt oder sogar gekauft habt, was ihr von dem Spiel haltet oder was ihr über das Spiel denkt. Dafür ist der Kommentarbereich da und ich wünsche euch... Oh, leckt mich doch am Hintern. Ach, da ist nichts, ja? Ach, komm. Ernsthaft. Es war so klar. Es war so klar. Yes, ich hab's. Ich wünsche euch dann noch... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sage ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.